Auch durch den wunderschönen Hundertwasserbahnhof Uelzen ist der ICE 4 sehr schnell durchgefahren. Welche Strecke dieser Zug genau befährt, ließ sich so gar nicht mehr feststellen. Die Verspätungslage auf der höchst belasteten Strecke zwischen Hamburg und Hannover ließ dies nicht mehr zu. Beim ICE 4 sind die Köpfe des Zuges lediglich Steuerwagen. Sie verfügen selbst über keinerlei Antrieb. Angetrieben sind dagegen einige Mittelwagen. Je ein angetriebener Mittelwagen und ein nicht angetriebener Mittelwagen wechseln sich im Zug ab. Der Unterschied ist hier auf dem Bild deutlich zu sehen. Auch die Stromabnahme erfolgt durch einen Mittelwagen. Bei der DB gilt als Baureihenbezeichnung für die angetriebenen Fahrzeuge die Nummer 412 und für die nicht angetriebenen Fahrzeuge die Nummer 812. Die Züge können so entweder siebenteilig oder aber zehnteilig, zwölfteilig oder gar dreizehnteilig verkehren. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km in der Stunde. Ein zehnteiliger ICE 4 kann 724 Passagiere befördern, der siebenteilige nur 458. Die Leistung, also die Kraft des Zuges, variiert je nachdem, wie viele angetriebene Wagen im Zug eingestellt sind. Die DB setzt derzeit 37 siebenteilige Einheiten ein und je 50 zwölfteilige und dreizehnteilige. Die Züge kamen ab dem Jahr 2018 bei DB Fernverkehr so richtig in Fahrt.